Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele heute Ghostface. Ja, und ich spiele mit den Perks Uneinigkeit, der Ruf einer Krankenschwester, Triff deine Wahl und Barbecue und Chili. Ja, ich spiele ohne Addons. Ich bin mal gespannt, wie ich mich schlagen werde. Ich wollte Ghostface einfach nochmal jetzt zum Release... Ach, das war die Fackel. Nochmal ohne Addons probieren. So, und die Claudette ahnt nichts. So, Claudette. Hab ich dich? Und du kommst auf die Schulter. Ist hier unten der Keller, das wäre perfekt. So, die Entwickler haben Ghostface vor Release nochmal ein bisschen geändert vom PDB. Und zwar können die Überlebenden mit einem Pelletstun jetzt Ghostface aus seiner Kraft rausbringen. Und ich glaube noch eine Kleinigkeit haben sie geändert. Ah ja, stimmt. Die Überlebenden können ihn jetzt ein bisschen leichter aufdecken. Da haben sie sozusagen den Radius. Vorher war es ja mit der Mitte des Bildschirms. Jetzt sind es, glaube ich, zu beiden Seiten 4% mehr oder so. Also eigentlich eher minimale Sachen wurden nochmal geändert. Zumindest kommt es mir jetzt so auf dem Papier wie minimale Sachen vor. So, dort hinten die Mac, die haben wir auf jeden Fall schon mal hochgestalkt. Hab ich dich? So, den Bill hat man nur ganz kurz gestalkt. Der war da schon weg. Aber die Mac hängen wir jetzt erstmal auf. Dann treten wir gegen den Generator. Ist vielleicht ein bisschen kniffliger, weil wir jetzt ohne Ruin spielen und ohne irgendwas, um die Generatoren klein zu halten. Dort hinten geht jemand retten. So, da gehe ich direkt mal einen Besuch abstatten. Ah, die wurde noch vor der Struggle-Phase gerettet. Glückliche Mac. Und nee, das war eine Claudette. So, ab in den Stealth-Modus wieder und dann mal schauen, wen wir jetzt erwischen können. Die heilen sich bestimmt. Hier unten ist jemand. Hier unten war jemand. Ruf einer Krankenschwester. Ich sehe dich doch, wenn du dich heilst. Ah, okay. Ich lass dich liegen. Ich weiß ja, dass hier irgendwo noch der Bill war. Ich schau mal ganz kurz in den Schrank. Nein. Okay, bringt nichts. Hier trete ich kurz gegen. Da wurde der nächste Generator gemacht. Die Claudette, die lasse ich jetzt einfach mal liegen. Ist natürlich ein bisschen blöd. Ich meine aber, sie hat sich halt geheilt, obwohl ich in der Nähe war. Und ich glaube, sie wusste auch, dass ich da war. Schließlich, sag schon, schließlich hat sie nochmal ihre Position gewechselt und hat sich woanders hingestellt. Okay. Jetzt habe ich beide. Beide habe ich jetzt direkt vollgestalkt. Dort hinten laufen sie. So. Da ist der Bill. Da vorne ist irgendwo die Mac. Ich versuche jetzt mir mal den Bill zu holen. Dort hinten läuft er. Ich habe 45 Sekunden Zeit, ihn zu plätten. Und er hat schön die Mac geholt. Dort hinten läuft der David. Aber ich hole mir jetzt erstmal den Bill. Keine Ahnung, die Mac, die wird sich jetzt wahrscheinlich gut verstecken. Ich schaue trotzdem mal nach hier unten. Ob ich nicht vielleicht irgendwo jetzt noch die Mac finden kann. Es sieht nicht so aus. Ich meine, gut, wenn ich gefährdet wäre, ich würde mich auch gut verstecken. Man würde wahrscheinlich sagen, ey Leute, ich rette mal lieber nicht. Lass das mal bitte jemand anderen machen. So, dort hinten hat der David gerettet. So, und an dem stalke ich mich jetzt so ein bisschen noch hoch. Irgendwie deckt er mich nicht auf. Dort hinten. Hier ist ein Fenster, aber das schaffst du nicht, hab ich dich. Okay, damit haben wir den nächsten. Ich glaube, wir hatten jetzt jeden Mal am Haken. So, komm auf die Schulter. Und nach hier oben.
Okay, sie haben drei Generatoren schon gemacht. Die Überlebenden, ne, die sind auch fleißig. So, zack. Dort hinten sind sie. Dort heilt sich auch der Bill. Es wäre cool, wenn ich nochmal in Stealth-Modus gehen könnte. Dann könnte ich ihn schön überraschen. Hab ich dich? So, tut mir leid, mein Lieber, aber du hast dich halt geheilt, ne? Dadurch habe ich dich gesehen. Das war vielleicht ein bisschen unvorsichtig. So, du kommst hier an den Haken. Zack. Und du hängst. So, und alle sind anscheinend irgendwie in der Nähe. Zumindest sehe ich niemanden. So, das Coole ist... Oh, dort hinten. Das Coole ist... Ach, Mist, die Generatoren sind weit auseinander. Ich wollte sagen, das Coole ist halt, dass ich meine Kraft halt auch gut nutzen kann, um mich perfekt anzuschleichen. So, sehe ich irgendwo lang Rennspuren? Nein. Okay, ich muss einfach mal schauen, dass ich die Generatoren gehalten bekomme. Es gibt den dort hinten, an dem wurde, glaube ich, nicht gearbeitet. Dann gibt es den und den dort oben im Haus. Okay, dort oben wurde gerettet. Ich gehe mal in meinen Stealth-Modus. Dort hinten. Die Claudette hat nicht gerettet, verdammt. Ich wollte unbedingt meine Trifft deine Wahl bekommen. Schade, schade, schade. Habe ich dich? So, mal sehen. Rettet jetzt vielleicht meine Trifft deine Wahl? Nein. Okay. Gut, dann hole ich mir jetzt... Okay, da wurde doch noch gerettet. Bestimmt auch von meiner Wahl. So, ab auf den Haken. Zack. Dann schaue ich mal. Mit Barbecue sehe ich dort oben niemanden. Okay, hier haben wir den David. Hatten wir den David? Mensch, Leute. Die sind aber wirklich sehr schnell jetzt mit Retten und verwirren mich dadurch. Überall Rennspuren, wo man auch nur hinschaut. Links von mir war der David irgendwo. Hab ich dich? So, dann hole ich mir dich. Ich weiß gar nicht, der ist... Oh, da versucht jemand zu blenden. Hinter mir. Oder? War das irgendein Grafikbug? Keine Ahnung. So, zack, du kommst auf den Haken. Okay, dort oben laufen zwei. Einer heilt sich dort hinten, der andere geht Richtung Generator. Schade. Claudette ist sehr, sehr unvorsichtig. So, hier mache ich kaputt. Dann kommst du auf die Schulter. Ich glaube, die Claudette ist jetzt tot. Das ist ziemlich gut, dadurch haben wir den ersten Überlebenden aus dem Spiel. Und das gibt uns jetzt ungemein Zeit. So, die ist tot. Und ich gehe in meinen Stealth-Modus. Dort oben klingelt Uneinigkeit. Hier waren sie. Das Ding ist halt, irgendwie, wenn beide hier oben sind, wer rettet dann den David? Keiner. Hier trete ich mal kurz gegen. Der David wird wirklich nicht gerettet. Der David ist tot. Die Überlebenden, ha. Die waren zu sehr mit Verstecken. Ah, ein Rage Quit, okay. Sowas ist schade. Also ich meine, dass man mal nicht gerettet wird, ist halt einfach Pech, ne? Aber dann zu disconnecten? Oder, na gut, ich habe kein Disconnect-Geräusch gehört. Also könnte auch sein, dass er einfach die Verbindung verloren hat. Das kann auch gut sein. So, der hat mich nicht gesehen. Habe ich dich? Perfekt. So, du kommst auf die Schulter. Und mal sehen, wo ich dich dann hinhänge. Ich hänge dich, denke ich, hier in die Ecke. Die letzte kriegt dann vielleicht die Falltür, wenn sie findig ist. Findig wird. So, aber vielleicht sehen wir sie ja auch mit Barbecue. Das wäre auch ziemlich gut. So, zack. Nein, sie scheint entweder im Schrank oder in der Nähe zu sein. Ich gehe jetzt, denke ich, wieder gleich in den Stealth-Modus. So, und wenn sie mich dann aufdeckt, dann sehe ich zumindest von wo. Und habe damit einen Vorteil. Ich schaue mal nach hier hinten in die Ecke. Vielleicht spawnt die Falltür ja hier irgendwo. Oder die Claudette ist hier irgendwo. Nope. Okay. Dann gehe ich ab in die Map und versuche dort mal die Falltür zu finden.
Mal sehen, wo ich die falsche finde und ob ich die falsche finde. Ich bin vor allem sehr überrascht, dass die Runde doch so gut lief, obwohl ich ohne Ruinen oder irgendwie richtig krasse Generatoren Abwehrperks spiele. Gut, Uneinigkeit, aber das hat mir jetzt nur einmal halbwegs geholfen. Scheibenkleister. Einmal. So, ihr weiter nach. Da oben habe ich die Falte zumindest nicht gesehen. So. Die Mech hat mich schön aus meinem Stalken rausgebracht. Aber dafür gab es zwei Linksklicks. So, du kommst auf die Schulter. Dann hier auf den Haken. Und dann haben wir das Spiel auch schon. Perfekt. Haben wir alle Überlebenden bekommen. Die Runde hat sich gut ausgespielt. Die haben die Generatoren auch trotzdem relativ gut gemacht. Aber irgendwie haben sie mich nicht so gut aufdecken können immer. Ich glaube irgendwie, wenn man sich so um die Ecke lehnt und dann stalkt, ist man wirklich sehr schwer von den Überlebenden aufzudecken. So, hier mache ich mal zu. Und jetzt sind die Tore offen. Perfekt. So, und Ghostface hat Schrecken und über die Überlebenden gebracht. Ruf einer Krankenschwester war sehr nützlich. Dafür war Triff deine Wahl nicht so nützlich, ne? Einmal höchstens bei der Claudette, aber die war ja nicht mal diejenige, die gerettet hatte. So, good game, meine Lieben. Punkte gab es auch ordentlich. Es ist noch doppeltes Blutpunkte-Event. Dann zusätzlich haben die Leute krasse Opfergaben für mehr Blutpunkte rausgehauen. Darum gab es jetzt auf einen Schlag 180.000 Blutpunkte, also 179.000 Blutpunkte. Ordentlich. So. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.